Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Nicht wundern, ich sehe echt krank und kaputt aus. Das liegt daran, dass ich gerade kein Make-up drauf habe. Ich habe zwar Wimperntusche und Lippenpflege drauf, damit das nicht ganz so schlimm aussieht, aber ich möchte jetzt erstmal, dass sich mein Gesicht erholt. Auf jeden Fall habe ich heute 5 peinliche, unangenehme Situationen, Fakten über mich und die werde ich euch heute erzählen und das wird schon ein bisschen peinlich. Ja, ich würde sagen, ich fange an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Situation Nummer 1. Oh ja, das war ganz schön peinlich. Oh Mann, ey. Ich war letztes Jahr auf dem Oktoberfest das erste Mal. Es war auch mega cool und hatte natürlich auch einen Dirndl an. Und wir waren in so einem lustigen Haus drin. Also man musste durch das Haus gehen und dann kamen immer irgendwelche Sachen. Zum Beispiel der Boden bewegt sich oder so. Sowas. Und ja, am Anfang musste man eine Treppe hochgehen. Und die Treppe war nicht im Haus, sondern außen. Und das heißt, die Leute, die da standen vor diesem Geschäft, die konnten das sehen, was da gerade passiert. Ja, ich mein Dirndl angehabt, ne? Ich wollte die Treppe hochgehen. Und was passiert? Da kam natürlich dann so ein richtiger Luftzug. Und das Kleid, ja, ging nach oben und man hat alles untenrum gesehen. Und das war so peinlich, weil die Leute standen da und haben zugeguckt. Aber zum Glück war ich nicht die Einzige. Also von daher war es jetzt auch nicht so schlimm. Aber es war trotzdem sehr, sehr peinlich in dem Moment, weil ich einfach gar nicht damit gerechnet habe und dann plötzlich, wutsch. Naja, auf jeden Fall habe ich mich aber selber auch darüber kaputt gelacht und dann wollte ich aber trotzdem so schnell wie möglich weg. Die zweite Situation war auch in so einem Kirmesgeschäft und zwar das Glaslabyrinth. Ich glaube, das kennt ihr alle, ja. Ich war als Kind einmal da drin und bin auch immer voll gegen die Scheibe gelaufen. Und dann war ich das erste Mal wieder nach langer Zeit, vor 2 Jahren glaube ich war das, war ich dann wieder da drinne. Ich dachte mir, boah, jetzt bin ich alt genug, jetzt sehe ich das ja, ob da jetzt eine Scheibe ist, das muss ich ja jetzt checken. Mich so ein bisschen vorangetastet, ob da irgendwo eine Scheibe ist, damit ich bloß nicht dagegen laufe, weil ich ja dachte, ich bin ja schon mittlerweile so alt und so reif und check das, wenn da jetzt eine Scheibe ist. Ja. Dann volle Kanne gegen die Scheibe gelaufen. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das war nicht normal. Also ich bin da so gegen gelaufen. Ja, und das haben natürlich auch ein paar Leute gesehen. Das heißt, das war auch ziemlich, ziemlich peinlich für mich. Ich wollte dann auch so schnell wie möglich raus da und dann ist mir dann auch noch mal passiert. Und oh, das war so doof einfach. Und ich meine, das kann doch nicht sein. Ich bin voll, also wirklich mit dem Gesicht voll gegen die Scheibe gelaufen. Der dritte Punkt ist auch wieder ein Fakt. Und zwar, wenn ich nachts alleine schlafe, dann, ich weiß nicht, das mache ich schon seitdem ich klein bin. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich so richtig in mir, also ist in mir reingewachsen, glaube ich schon. Dass ich tatsächlich nicht einschlafen kann, wenn die Decke nicht über meinem Kopf ist. Also ist richtig krank. Ich habe dann die Decke über meinem Kopf und dann habe ich hier so einen Spalt, damit ich atmen kann. Total bescheuert, ich weiß. Und nur dann kann ich einschlafen. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich kriege richtig so, ich weiß nicht, ich kriege dann Angst irgendwie. Das ist voll komisch. Und ich habe das früher als Kind auch schon so extrem gehabt. Und ich dachte immer, boah, ich hoffe, dass es bald weggeht. Und ich habe immer gedacht, oh, wenn ich größer und älter bin, dann wird das nicht mehr so sein. Aber ich bin 19, ich werde jetzt 20 und es ist immer noch so. Und es ist echt scheiße und ja, auch irgendwie peinlich, weil, keine Ahnung, voll bekloppt irgendwie. Jetzt kommen wir zu keiner Situation, sondern ich würde sagen eher ein Fakt über mich. Und zwar, wenn ich so traurig oder sauer oder verletzt bin, dann, ach, das ist so total peinlich, oh Gott. Ja, ich rede dann mit mir selber. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so wegen irgendwas so sauer bin, dann sage ich so, boah, ey, das kann doch nicht sein. Also dann renne ich so durchs Zimmer und dann rege ich mich auf und fluche total und sage dann, ey, das geht gar nicht und boah, wollen die mich verarschen? Oh mein Gott und so. Und wenn ich mich dann so, also manchmal will ich mich dann so ein bisschen aufmuntern, total bescheuert. Und dann sage ich so, ganz ehrlich, ey, ja, alles wird gut und... Also wirklich, rede dann in dem Moment tatsächlich mit mir selber.
und mache mir dann auch selber Mut und so und sage ich, ey, du bist doch viel zu gut und keine Ahnung und sowas halt, ne? Ja, peinlich, aber ich weiß nicht, ich mache das einfach. Und es beruhigt mich tatsächlich. Also ich kann es euch sogar empfehlen, ja. Es ist zwar ein bisschen doof, aber ich denke tatsächlich, dass es einige machen. Also ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin. Der letzte Punkt für heute, Punkt 5, ist eine Situation. Und zwar habe ich extrem Probleme mit meiner Blase. Also ich habe mindestens zweimal im Jahr eine richtig kranke, ekelhafte Blasenentzündung. Und die geht auch sehr, sehr lange. Also die geht wirklich so ein paar Monate auch. Ja, letztes Jahr war es jetzt nicht allzu schlimm, aber die Jahre davor waren ganz extrem. Die Jahre zuvor waren wirklich so schlimm, dass ich immer 2 Stunden auf dem Klo saß und ich bin nicht runtergekommen, weil sobald ich aufgestanden bin, hatte ich wieder dieses Gefühl, dass ich pipi muss, aber kam halt immer nur ein Tropfen. Und dann tat es auch richtig, richtig weh. Also es hat so gezogen und nachts war es auch immer ganz schlimm, da konnte ich auch nicht pennen. Und ich hatte so schon Probleme mit dem Schlafen und dann, ach, das war so belastend, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Naja, die peinlichste Situation daran war, daher, dass ich dann diese Blasenentzündung hatte, habe ich dann im Bett Pipi gemacht. Oh Mann, mega peinlich, euch das zu erzählen. Oh wei. Ja, das ist echt unangenehm. Und das sind, also das ist erst vor 2 Jahren passiert. Also 17, 18 war ich, ja. Da sollte man eigentlich nicht mehr Pipi im Bett machen, aber ich konnte wirklich, wirklich jetzt, ich konnte nichts dafür. Ich konnte es einfach nicht. Das kam einfach. Also ich konnte das gar nicht kontrollieren. Das war ganz, ganz schlimm. Und ja, oh Gott, total bescheuert, ey. Ja, das sind so die peinlichsten Situationen und Fakten über mich. Und wahrscheinlich habe ich noch mehrere Situationen und Fakten über mich, die peinlich sind. Deswegen, wenn euch das interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ja. Also danach ist mir das nicht mehr passiert, dass ich irgendwo im Bett Pipi gemacht habe oder so. Das war wirklich nur da, weil ich also weil die Blasenentzündung so krass war. Und ja. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video doch gefallen hat, dann gebt dem Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben, einen dicken, fetten Daumen nach oben. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke einschalten, abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ja, ihr könnt mich auch gerne auf Instagram abonnieren. Da heiße ich auch AnyAdress. Und ja, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da poste ich jeden Tag was. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Ja, ihr könnt mir ja gerne auch eure peinlichen Situationen oder Fakten in die Kommentare schreiben. Oder ja, euch einfach in den Kommentaren austauschen. Und also, ich wünsche euch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!